Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Als wir letztens einkaufen waren, habe ich durch Zufall einen neuen Kuchen entdeckt. Und zwar ist der von Dr. Oetker, der Crumble Cake Cookies and Cream. Ohne Backen in 10 Minuten zubereitet. Hier steht noch, das war hier hinten, genau. Kuchenmischung für einen Krümelkuchen mit zerkleinerten kakaohaltigen Mürbekeksen und heller Creme. Für alle, die nicht wissen, was Cookies and Cream bedeutet, sozusagen. Ich habe den einfach mal mitgenommen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man mal echt extrem wenig Aufwand hat beim Backen. In 10 Minuten zubereitet, kann ich euch schon sagen, stimmt, das schafft man auf jeden Fall. Und jetzt kommt der noch für eine Stunde im Kühlschrank. Also der muss nicht mal in den Backofen, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich habe den eigentlich ausgewählt, weil mein Mann so auf dieses Cookies and Cream Geschmackserlebnis steht. Und in diesem Päckchen enthalten war eine 100 Gramm Mischung für den Boden, eine 55 Gramm Mischung für die Füllung, eine 60 Gramm Cookie-Stückchen Mischung und eine Backform. Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten, was diese fertigen Backformen angeht, aber wir werden mal sehen, ob es denn hält. Sie hat sich gut zusammenbauen lassen. Und man hat dann einfach noch Butter, Milch und Schlagsahne hinzugefügt. Das war wirklich kinderleicht, das zu backen. Ging auch super schnell. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Das ist wie gesagt diese Form. Mal gucken, ob das so hält. Ich werde das Ganze jetzt in den Kühlschrank stellen. Und werde euch dann berichten, wie zufrieden ich mit dem Crumble Cake bin. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie teuer der war. Ich blende das euch aber in dem Video nochmal ein. Und wir sehen uns dann später. Ich habe gerade den Geschirrspüler an. Ich hoffe, das Geräusch ist nicht allzu irritierend. Also wie ihr seht, ist der Kuchen aufgegessen. Er war halt nicht allzu groß. Ne? Also wenn man diese Platte hier, das ist halt die Größe des Kuchens, mal so im Vergleich zu meiner Hand sieht, war es jetzt kein überaus großer Kuchen. Dafür ist er sehr, sehr teuer. Er hat aber gut geschmeckt. Der Boden, den fand ich sehr, sehr lecker. Der war sehr locker, aber dennoch ja stabil. Also es hat auch alles gehalten. Es ist nichts irgendwie ineinander gefallen. Das ist mir halt auch schon passiert. Es war mir persönlich zu sahnelastig. Also er hätte noch irgendwie vielleicht einen frischen Kick durch Zitrone oder irgendwas noch das Ganze aufpeppen können, aber gut. Ja, er hat uns geschmeckt, aber wir würden ihn, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Es ist aber was für jemanden, der keine Lust am Backen hat oder auch mal keine Zeit, weil es wirklich sehr, sehr schnell geht. Und wenn man halt mal irgendwo schnell einen Kuchen mitnehmen will, ist das eine gute Lösung, aber wir werden ihn nicht nochmal kaufen, weil für das Geld ist der Kuchen, der dabei rausspringt, zu klein. Und so bombastisch hat es dann nicht geschmeckt, dass ich den Preis investieren würde. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Bis bald!